Heute berichten wir über gleich drei solcher Ausschüsse. Einer soll klären, wie es passieren konnte, dass Banken und Investoren den deutschen Staat über ein Jahrzehnt lang bei der Dividendensteuer prellen konnten. Die Details sind sehr kompliziert, aber eins ist ganz klar, nämlich der gewaltige Schaden. Eine zweistellige Milliardensumme. Viele kritische Fragen heute dazu an den Bundesfinanzminister. Mehr hat Florian Neuhahn. In Sachen Steuertricks gibt dieser Mann normalerweise gern den Ankläger. Heute ist das mal anders. Wolfgang Schäuble muss sich selbst erklären. Hat er rechtzeitig auf eine Milliardenabzocke von Banken reagiert? Die Masche lief unter dem kuriosen Titel Cum-Ex-Geschäfte. Bis zum endgültigen Verbot 2012 prellten Banken den deutschen Staat dabei um mehrere Milliarden. Der Untersuchungsausschuss wollte klären, warum die Politik die Geschäfte nicht früher stoppte. Es gab kein Fehlverhalten der Regierung. Es gab keine gravierenden Mängel in der Umsetzung der Gesetzgebung. Unter Schäuble ging das massive Organisationsversagen weiter. Er hat eine entscheidende Verantwortung dafür, dass es in den letzten Jahren Milliardengeschenke durch Nichtstun an deutsche Banken gab. Besonders im Fokus heute eine Variante der Abzocke, das sogenannte Cum-Cum-Modell. Der Trick, ausländische Investoren verleihen ihre Aktien kurz vor dem Stichtag der Dividendenzahlung mal eben an deutsche Institute. Auf diesem Umweg erhalten sie eine Steuerrückzahlung vom deutschen Finanzamt, die ihnen gar nicht zusteht. Verboten ist das erst seit 2016. Tatsächlich ließ Wolfgang Schäuble eine Form der Abzocke schon kurz nach seinem Amtsantritt verbieten. Bei dem sogenannten Cum-Cum-Modell hingegen schaute sein Haus offenbar jahrelang zu. Den deutschen Steuerzahler dürfte das um einige Milliarden gebracht haben. Schäuble rechtfertigte sich heute, Gesetze gegen den Betrug seien halt außerordentlich komplex. Deshalb habe es länger gedauert.